Hallo Leute, heute wollte ich euch einen Case für mein iPhone 4 zeigen, und das ist gerade mit dem Kurierdienst angekommen. Und zwar ist das Speckpixel Skin HD, und das Ganze kommt von Amazon. Also dort habe ich mir das Ganze bestellt, dann machen wir das Ganze mal auf. So, gut, dann machen wir das Ganze mal auf. Gucken, ob da noch sonst irgendwas drin ist. Ja, Werbung, Lieferschein. Das ist ja natürlich. So. Und hier haben wir schon das Produkt. Die schaffen wir weg. Und hier nochmal das Produkt. Gut, jetzt ändere ich mal schön die Lage. So, und jetzt haben wir die Lage verändert. Und dann holen wir das schöne Teil raus. Ja. Und hier haben wir das Speckpixel Skin HD. Dieser Oberfläche hier hinten. Und vor. Ja, dann holen wir das Ganze mal raus. Und das Ganze mal hier oben so auf. Und dann können wir das Ganze hier oben rausholen. Ja, das war's. Dann haben wir hier das Teil. Und dann holen wir mal hier das Case raus. So. Und hier haben wir dann das Speckpixel Skin HD. Ich muss sagen, es sieht wirklich cool aus. Holen wir mal hier den Dummy raus. Wie wir das am besten machen. Das mache ich hier unten so. Oh, das ist der Dummy. Und dann haben wir hier auch schon das Speckpixel Skin HD. Hier unten sehen wir das Specklogo. Und dann haben wir hier den Mute Switcher frei, die Lautstärke-Tasten, hier unten den Dock und der einen Lautsprecher und das Mikrofon, hier natürlich nichts, und oben hier den Sleep-Wake-Button, hier der Headphone-Check und natürlich hier noch die Aussprache für wie heißt Noise Cancellation Mikrofon. Und dann hier natürlich hier hinten noch die Kamera. Gut, ich hole mal das iPhone. Das habe ich hier gerade so am Dock gedockt. So. Nehmen das iPhone. Und dann gucken wir mal. Also das erste Mal, dass ich ein iPhone ein Case rein tue. Also gucken wir, wie wir das am besten schaffen. So, und jetzt habe ich es noch reingemacht. Ah, jetzt ist es drin. So. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass das irgendwie, keine Ahnung, verkratzt oder sowas. Und jetzt ist es drin. Wunderbar hier ausgeschnitten. Hier oben. Okay, man sieht es kaum, aber so. Man muss ein bisschen fester drücken als vorher. Guck mal, wie sie die Knöpfe drücken lassen. Ja, lässt sich gut drücken. Und natürlich hier ein Vibrate-Switch. Ja. Ja, das geht auch gut. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. So ein Speckpixel Skin HD. Ja, und falls ihr eine coole Display-Schutzfolie sehen wollt, abonniert mal meinen Channel, und das ist gewesen sein. Bis dahin, abonnieren, kommentieren und ciao.